Ja, ihr Lieben, für dieses Geschenk brauchen wir natürlich Teelichter. Dann brauchen wir ein Blatt Papier, wo wir zum Beispiel ein Foto von uns selbst oder ja eben irgendein Foto, was wir halt gerne unten reintun wollen und womit wir dann die Person halt beschenken wollen. Das kann zum Beispiel, in meinem Fall habe ich hier jetzt mein Logo genommen und von meinem Kanal und habe mir das halt ausgedruckt und habe dabei geguckt, dass ich das in Taschenformat gedruckt habe, weil Passbild ist zu klein und Taschenformat passt. Und ich habe mir hier das Teelicht ausgemessen und zwar hier einmal in der Mitte. Und das sind so in etwa 1,5 Inch, die da unten hineinpassen. Und das Maß brauchen wir nachher, wenn wir das bearbeiten. Und was wir jetzt noch machen können, wir können zum Beispiel etwas selber zeichnen, was dann unten sein soll. Oder wir nehmen uns einen Stempel und stempeln den eben hier drauf. Ich hatte mal bei Embossing-Teilen vom Action, da waren diese Teile hier dabei. Und ja, davon werde ich jetzt mal welche benutzen. Und ich werde einen Spruch benutzen. Und ich nehme mal hier dieses Emblem vom Weihnachtsmann. Was nehme ich noch? Ich nehme hier noch so einen Wichtel. Ich mache das mal anders. Ich mache das Emblem vom Weihnachtsmann hier mit drauf. Den Wichtel hier drauf. Und dann nehme ich noch diesen Spruch. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und den mache ich mir hier drauf. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 6 Kerzen, das heißt, eins fehlt mir dann noch. Und dann nehme ich mir noch diesen Schmetterling hier und den werde ich dann nachher auch noch stempeln. So, und dann nehme ich mir mein schwarzes Stempelkissen und stempel mir die Sachen mit ein bisschen Abstand hier hin. Jawohl, super. Als nächstes nehme ich hier diesen With Love. Auch schön. Die beiden kann ich, glaube ich, sogar gleich so stempeln. Ich glaube, das ist vom Abstand her auf jeden Fall groß genug. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier auch wirklich überall schön festdrücke. Hat geklappt. Okay, dann tausche ich den hier gerade noch mal gegen den Schmetterling. Und dann habe ich jetzt alle 6 Teilchen, die ich gerne haben wollte. Wie gesagt, ihr seid da ganz frei in dem, was ihr benutzt. Ihr könnt irgendwelche Stempel nehmen, ihr könnt selbst gemalte Bilder nehmen. Oder ihr nehmt vielleicht ein Foto, was ihr gemacht habt. Für die Großeltern zum Beispiel ist immer schön ein Foto von den Kindern zum Beispiel. Ich habe meine jetzt gestaltet und mit diesen Teilen geht es jetzt rüber zum Plotter. Und da werde ich die Sachen einmal einscannen. Beim Plotter angekommen mache ich das Ganze zuerst hier auf meine Folie. Und jetzt gehe ich hier auf Scannen und jetzt sage ich hier weiter, weil ich möchte das Ganze nämlich auf meinem Computer, also auf meinem Computer sehen und tippe dann hier auf Scannen. Und da das Ganze hier über die 6 Inch hinausgeht, scanne ich nicht die Hälfte, sondern 12×12 und drücke auf Start. Dann fängt der Scanner an, das hier einmal einzuscannen. So, wenn er das getan hat, dann arbeitet er hier noch mal kurz. Und jetzt ist das Ganze abgeschlossen und ich kann an meinen Computer gehen und mir dort die Datei abrufen. Als erstes öffne ich mir hier jetzt mein Programm. Das mache ich einmal zu, das brauchen wir nicht.
dann gehen wir hier oben auf Datei und dann werden wir importieren von Ihrer Schneidmaschine. Und zwar wählen wir hier gescannte Datei aus. Jetzt lädt das Ganze einmal kurz und dann haben wir unser Papier hier auf unserem Bildschirm. Und was wir als nächstes machen, wir nehmen uns einen Kreis und wir erinnern uns, wir haben vorhin ausgemessen, es sind etwa 1,5 Inch, also 1,5 Inch. Und das trage ich mir hier jetzt einmal ein, 1,5. Dann ändern wir die Größe, ja genau, 100% beibehalten. Und was wir noch brauchen, wir brauchen noch einen zweiten Kreis. Jetzt gehe ich erstmal hier drin, fixiere einmal mein Bild, dass ich das nicht mehr bewegen kann. Und auch einmal kurz diesen Kreis hier. Nehme einen zweiten Kreis und jetzt werde ich hier einmal kurz hineinzoomen, damit ich das hier alles ein bisschen besser sehe. Und diesen Kreis werde ich mir jetzt sehr, sehr klein machen, weil das soll nachher einfach nur unser Docht sein. Ich schiebe den hier so ungefähr in die Mitte. Jetzt habe ich hier die beiden Teile, den mache ich wieder weg. Und die beiden markiere ich mir jetzt, indem ich die Shift-Taste gedrückt halte und eben beide anklicke. So kann ich mit gewählter Shift-Taste die an- und abwählen. Und ihr seht dann eben auch, welche jetzt umrahmt sind und welche nicht. Und dann drücke ich wieder die Steuertaste und drücke dazu die G-Taste. Und jetzt habe ich aus dieser Geschichte hier eine Gruppe gemacht. Das heißt, sobald ich das Teil jetzt bewege, bewegen sich immer beide. So, was ich jetzt hier noch sehe, dass dieser Kreis hier wahrscheinlich nicht genau in der Mitte ist. Also markiere ich mir wieder beide, gehe hier auf das Bearbeiten und richte mir das Ganze hier einmal mittig aus. Und schon springt dieser kleine Kreis hier in die Mitte. Und da es ja eine Gruppe ist, können wir jetzt dieses Teil nehmen und uns hier um unser Teil drumherum legen. Und wir gucken jetzt, dass wir nichts unbedingt mit diesem kleinen Loch ausschneiden, was später eigentlich wichtig ist, wie zum Beispiel ein Auge, das wäre ungünstig, oder halt wichtige Details. Da versuchen wir es so zu schieben, dass das nicht passiert. Hier ist es, glaube ich, ziemlich egal. Man kann das trotzdem dann noch gut erkennen. Das, genau dieses Teil brauchen wir jetzt 6-mal und das schaffen wir ganz einfach. Wir drücken die Linkstaste auf der Maus und klicken auf Duplizieren und schon haben wir exakt das gleiche nochmal. Und dann gehen wir hier zum nächsten, schieben uns das hier auch so hin, dass wir sagen, okay, das passt. So, und bei dem kleinen Mann hier achte ich jetzt wirklich darauf, dass ich nicht das Auge oder irgendwas erwische. Hier könnte ich noch einen kleinen Tucken nach unten. Ja, so ist wunderbar. Und wieder duplizieren. Dann schiebe ich es mir hier jetzt rüber. Und hier muss ich jetzt ein bisschen gucken, weil hier nimmt er mir jetzt sonst meinen Mund. Also ein Stück vom Kinn, da kann ich mit leben. Und so habe ich auch meinen Schriftzug hier ein bisschen mehr in der Mitte und das Gesicht mehr am Rand. Das stört mich nicht. Und ein letztes Mal beide Teile duplizieren und einmal hierüber. So, jetzt haben wir hier überall unsere Kreise drumherum. Und wichtig ist, dass wir jetzt natürlich das Papier nicht von unserer Trägerfolie da drüben lösen, sondern eben da drauf lassen und alles genauso lassen, wie es jetzt ist. Und wie wir hier jetzt fortfahren, ist ganz einfach. Wir gehen auf Datei und dann sagen wir FCM, Datei über das Internet übertragen. Und so wird es jetzt quasi übers WLAN an unser Gerät geschickt, beziehungsweise eigentlich ans WLAN und wir können es mit dem Plotter wieder abrufen. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Jetzt zeigt er uns hier eine Warnung, weil wir vorhin hier in den Ebenen die Ebenen fixiert haben, dass sie sich nicht bewegen. Die ignorieren wir, drücken einfach OK. Das Ganze lädt jetzt und schon haben wir die Meldung, dass es drüben ist. Das könnt ihr jetzt mit OK bestätigen oder auch lassen.
Das ist gerade nicht wichtig. Und jetzt sind wir wieder drüben am Plotter und hier sind immer noch unsere unveränderten Bilder. Die müssen eben genau so bleiben. Und hier gehe ich jetzt einmal hier auf das Häuschen und jetzt sage ich Dateien abrufen. Das mache ich und dann sage ich bitte vom WLAN. Jetzt lädt er einmal kurz und jetzt haben wir hier genau unsere Kreise so, wie wir sie auf dem Computer angeordnet haben. Und als nächstes gehen wir hier unten auf OK. Und dann sollen wir hier oben wählen, was wir denn jetzt tun wollen. Und in diesem Fall wollen wir schneiden und das wählen wir natürlich aus. Jetzt hat er alles eingestellt und wir können jetzt auf Start drücken, da dieser Plotter hier ein Automatikmesser hat, alles automatisch einstellt. Wenn ihr das in den Einstellungen auf Automatik stehen habt, dann lasst ihr einfach alles so und das Messer wird automatisch die Tiefe ermessen. Jetzt drücken wir auf Start und der Plotter fängt an, einmal zu messen, wie tief er schneiden muss, und dann fängt er auch schon an zu schneiden. Der Plotter ist jetzt fertig. Hier oben ist jetzt, steht dann auch Schneiden beendet und wir können OK auswählen. Jetzt kommen wir wieder auf dieselbe Seite. Wir könnten theoretisch das gleiche jetzt nochmal machen. Das wollen wir ja nicht, weil es danach sowieso anders liegen würde. Und somit gehen wir hier auf unser Häuschen, sagen OK und dann sind wir wieder in unserem Anfangsbildschirm sozusagen. So, jetzt schnappen wir uns unseren Spatel. Gehen hier einmal auf diese Taste hier und damit wird jetzt unsere Folie hier unten einmal ausgespuckt und dann nehmen wir uns den Spatel und machen die Sachen einmal ab. Dazu nehme ich jetzt hier einfach das Papier, ziehe das einmal komplett ab und dann gehe ich hier mit dem Spatel drunter und schon habe ich hier meine fertige Schablone. Ja, das mache ich jetzt einmal kurz mit allen und befreie auch die Schneidematte wieder von diesen kleinen runden Resten. Nun habe ich hier meine 6 Teilchen und jetzt ist es ganz einfach. Wir nehmen uns unser Teelicht hier aus unserer Alu, nehmen unten das Teil hier raus. Manchmal hat man Pech, dann sieht es so aus. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal das nächste. Und gucken mal, wo wir das gut rauskriegen. Und wenn das immer so ist, dann machen wir uns hier ein bisschen den Wachs ab, damit wir uns den doch da gut rausholen können. So. Und dann fummeln wir uns den hier einmal heraus. Ja, bei mir ging es hier gerade jetzt schon ein bisschen schief. Ihr könnt das sehen. Ich habe hier jetzt auf einmal den Docht in der Hand ohne dieses Teil. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde das gleich mit der Zange ein bisschen aufbiegen, wieder reinstopfen und wieder zubiegen. Und das versuche ich jetzt mal hier mit dieser Spitzzange. Und dann nehme ich mir hier das Teilchen in die Hand und biege das hier einmal ein bisschen auf, damit ich den Docht da auch wieder reinfummeln kann. Ja, und wenn er wieder drin ist, dann drücke ich das Ganze wieder fest zusammen und mache mir den Docht wieder gerade. So, jetzt kann ich mir eins meiner Bildchen nehmen, schiebe den dort hier oben drauf, kann den hier schon hineinlegen und fummle dann einfach noch den dort wieder hier hinein. Und schon ist das Ganze fertig. Ja, und so verfahrt ihr eben mit beliebig vielen Kerzen
und beliebig vielen Motiven. Ja, ich mache das gerade mal, fummel mir das hier alles zurecht und dann sehen wir uns wieder. Wenn ihr jetzt alle eure Kerzen präpariert habt, dann zündet ihr sie an und wartet. Oder wenn ihr sie verschenkt, dann solltet ihr natürlich dazu schreiben, dass diese Kerzen eine geheime Botschaft enthalten. Genau, also ich habe jetzt die Kerzen einmal angemacht und ihr dürft mal schauen, was passiert. Ja, es hat jetzt so ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, bis alle Kerzen so weit runtergeschmolzen waren oder aufgeweicht waren, dass die Bilder tatsächlich sichtbar sind. Aber ihr seht, das klappt wunderbar und ja, man sieht super schön die Bilder im Hintergrund. Und ich mache jetzt Folgendes. Puste alle Kerzen aus und lasse sie wieder auskühlen und dann verschwinden auch die Bilder wieder. Und ja, dann werde ich sie mir irgendwann wieder anmachen und rätselraten, welches wohl welches war. Genau, ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese kleine Geschenkidee gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.